Schönen guten Morgen an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie im Namen von der FXLED zu unserem heutigen Webinar. Den Anfang der im August stattfindenden Webinare macht der heute der Dirk Hilger mit seinem Live-Trading zur morgendlichen Börseneröffnung. Und soweit ich weiß, ist der Dirk auch schon am Start. Steht praktisch in den Startlöchern. Doch bevor ich übergeben kann, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken, ganz wichtig. Wir machen keine Handelsempfehlungen und oder verstehen Sie das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht der von FXLED entsprechen. Und jetzt kann ich an Dirk übergeben. Ich wünsche allen viel Spaß. So, damit sollten wir bei GoToWebinar dann auch jetzt am Start sein. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich habe mir heute so ein paar technische Herausforderungen hier geschaffen, habe auch hier kurz noch den Risikohinweis von meiner Seite und gehe dann halt hier jetzt erstmal in Blindflug auf das Hauptbild und hoffe, das funktioniert alles. Aber ich glaube, erstmal sieht das alles soweit so gut aus. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, hier ist so ein bisschen Blindflug, weil wir sind ja heute irgendwie auf mehreren Streams und Kanälen live bei GoToWebinar, wie immer hier mit FXLED, dann halt hier wie neuerdings auch bei mir im YouTube-Channel und bei Andreas Bernstein ebenfalls bei Fit for Finanzen. Auch da sage ich Hallo in die Runde und freue mich und sage jetzt hier einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zum Live-Trading, sofern der Markt eben da auch mitspielen will. Hier und heute präsentiert von FXLED Live-Trading zur Börseneröffnung. So, das war jetzt eine lange Ansprache, aber ich glaube, die war auch notwendig, weil das Hemd ein bisschen weit auf nee, geht. Ne? So, Frisur sitzt, drei Wettertaf, Paris, Athen, New York oder wie das war. Und hoffen wir, dass das Ganze funktioniert. Also ich freue mich wie immer über Input. Das heißt, ihr dürft gerne immer was auch in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch was gefällt, nicht gefällt, was auffällt, ihr was zu fragen oder zu sagen habt, freue ich mich natürlich. Ja, egal wo. Also das heißt, bei Twitch sehe ich es halt leider nicht. Das sieht dann nur der Andreas, der auch hier im Hintergrund leider nur aktiv ist. Das werden wir, glaube ich, aber demnächst dann auch mal ändern, so dass man den halt eben auch noch sehen und hören kann. Da würde ich mich auch freuen, wenn da ein bisschen was passiert. Aber auf jeden Fall Kommentare bei YouTube kann ich halt sehen und natürlich die Kommentare hier bei GoToWebinar. So, also Sonne scheint. Das ist natürlich ärgerlich, weil sie die ganze Zeit ja irgendwie nur hinter den Wolken geschieden hat. Und heute jetzt ist sie endlich mal draußen. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln, beziehungsweise ich sitze im Dunkeln, sieht man zwar nicht, aber wie immer sage ich, ich hoffe, ihr macht es besser als ich. Weil ihr seid ja nicht darauf angewiesen, irgendwo in der Bude zu sitzen, sondern könnt euch ja auch einen Laptop schnappen und rausgehen. Was der Wolfgang mal gerade gesagt hat, das nur nochmal nicht nur am Rande, sondern möchte ich halt immer wieder betonen, ja, alles, was ich hier sage, ist nie eine Empfehlung, sondern immer nur das, wie ich es sehe und heißt nicht, dass das dann auch funktioniert. Ja, also meistens ist es zwar so, letzte Woche war ich ja bei der FED zum Zinssatzentscheid samt Pressekonferenz war ich ja auch im Live-Trading, also zumindest bei YouTube. Das ist sehr, sehr, sehr schön aufgegangen. Das heißt aber eben nicht, dass es heute auch so ist. Ich muss da natürlich immer so ein bisschen meine Bescheidenheit raushängen lassen. Ein bisschen blöd formuliert, aber trifft es eigentlich auf den Punkt. Und weil mir das natürlich wichtig ist, weil meine Aufgabe steht ja immer nur darin, irgendwie so nicht nur meine Sicht der Dinge, also wie könnte der Markt sich entwickeln, sondern auch ganz profan, ist das ja nicht das Einzige, was man beim Trading macht, sondern eben halt im Zweifelsfall auch rausfinden, okay, was ist die Richtung, aber wo sind die Reaktionen, wo der Markt eigentlich überhaupt Reaktionen halt zeigen könnte. So, wenn man das so ein bisschen kombiniert oder sich das mal anguckt, kann man auch unverändert seinen eigenen Handelsstil da halt auch durchziehen und damit dann halt eben auch kombinieren. Oder mich ganz ignorieren, aber ich glaube, dafür sind die wenigsten ja dann halt auch hier. So, jetzt gehe ich aber mal rüber aufs Bild. Auch da muss ich heute so ein bisschen anders operieren als sonst, weil irgendwie da gab es ein Zwangsupdate vom MetaTrader, mit dem ich mich hier so ein bisschen herumschlagen muss. Und das ist so, dass ich jetzt hier nur zwei Instanzen am Start habe und nicht wie sonst drei. Ich fange aber mal an mit dem DAX im Daily. So, was der uns dann eben da heute halt zeigen und
erzählen möchte. Also generell haben wir jetzt ja hier jetzt ohne allzu weit auszuholen, nach diesem langen Dip, den wir hier auf der Unterseite hatten, hier in dem Bereich über beziehungsweise bei der 15.500 und irgendwas oder 15.500, lassen wir mal so stehen. Ein kleiner Schweinedip hier unter die letzten Lows, so getan, als würde der Markt umdrehen, haben wir jetzt hier ein neues ATH. Damit kommen wir wieder in die ursprüngliche Projektion rein. Also das heißt, beim ATH ist die Richtung ja eigentlich immer long. Es gibt ja eigentlich nicht wirklich eine andere Richtung. Also man kann ja nicht irgendwie sagen, okay, meine Projektion, also per Fibo, wo ich mir dann ausrechne, hier vom letzten Hoch zum letzten Tief, da macht man halt irgendwie 61% drauf und dann landen wir da oben bei der 15.603 und da dreht der Markt dann um. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Also was man halt machen kann, ist irgendwie sagen, okay, da oben ist eigentlich erst so der Impuls, so mehr oder weniger fertig und alles dazwischen macht irgendwie wenig Sinn. Ja, ich weiß jetzt nicht mal, ob das jetzt von diesem gemessen ist oder von dieser Bewegung, kann ich dann nicht mal genau sagen. Könnte man aber mal machen, mal gucken, wo der dann da oben landet. Wobei ich den Dip hier eher für einen Schweinedip halte. Das heißt aber eben auch, ne, das ist immer logischerweise alles so ein bisschen, naja, ne, weil man kann das nicht genau eingrenzen. Das ist nicht, also in Kurzfassung, ATH, neues ATH. Jetzt sind wir hier, sehen wir gerade an der 138 bzw. an der 38er Erweiterung von der Bewegung, sind wir jetzt irgendwie gerade mal so ein bisschen gedreht. Die nächste wäre dann sogar noch hier oben drüber. Das heißt, da könnte man auch noch eins draufsetzen, könnte sagen, gut, wir landen bei der 16.670. Möglich, ja. Das heißt aber auch irgendwie, selbst wenn man jetzt von dieser Bewegung ausgeht oder halt eben von dieser letzten Bewegung, wir sind da oben irgendwo in dem Bereich um die 16.600, 16.700, kann es aber ganz sicherlich genau eingrenzen, wo der Markt dann halt dann irgendwie wieder umtreten zur Korrektur ansetzt. Man kann auch nicht, das ist halt die nächste Schwierigkeit, man kann auch nicht genau sagen, okay, wir laufen jetzt hier am Stück durch, weil dann bräuchte ich jetzt nur long zu gehen und dann wäre es gut. Das kann natürlich funktionieren, aber dann muss man das so machen, dass man halt den Stop dann halt eben auch weit genug zieht. Ich glaube halt nicht, dass der Markt jetzt hier irgendwo im Mittelfeld irgendwie drehen wird. Und aber auch das ist letzten Endes auch nur ein Glaube. Ja, also hier gilt einfach nur darum, sich irgendwie darauf einstellen zu können, dass man sieht, okay, wir sind am ATH, der Markt ist long, der Markt drückt auf der Oberseite und wie lange er drückt, weiß keiner. Das heißt, da einfach die Zeichen abwarten, bis sie dann halt eben in die andere Richtung sich dann halt umkehren und dann halt versuchen mitzugehen. So, und die gleiche Herausforderung haben wir natürlich heute ganz genauso. Das heißt, ich würde jetzt hier gar nicht großartig im Daily operieren. Ich aktualisiere das hier auch gerade mal im Live-Chart, sondern würde mir dann auf der Stunde das Bild angucken und dann halt mal sehen, was der Markt da zeigt. Da kommt auch direkt schon der erste Kommentar. Glaube, sind wir in der Kirche oder in der Börse? Das ist ja für viele, glaube ich, auch, schreibt der Lucia, das ist für viele, glaube ich, aber auch irgendwie gar kein großer Unterschied. Ja, ich kenne genug, die irgendwie vor dem Chart beten, in der Hoffnung, dass er dann halt eben sich in die Richtung dreht, wo die eigene Position ist. Von daher, glaube ich, verwechselt das schon der eine oder andere. Aber glaube, an der Stelle, man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, ja, pass auf, das ist jetzt so und so und so. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also es gibt immer, wenn die Zeichen halt mitspielen und dann kann man sich schon mal hinstellen und sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, ja. So, und dann der Rest ist deutsche Grammatik. Da kann man sagen, ich glaube oder aller Wahrscheinlichkeit nach wird dem so und so sein. Ja, da kann man sich dann geschwollen ausdrücken oder es halt einfach ganz simpel halten. Ich habe es jetzt einfach mal simpel gehalten. So, ich gehe mal rüber auf den H1. Den DAO lassen wir jetzt erstmal kurz außen vor. Infolgedessen habe ich vorhin auch gedacht, na, ich hätte eigentlich gestern schon noch irgendwie einen Block machen müssen und können. Eigentlich hauptsächlich wegen dem DAO, weniger wegen dem DAX, weil ich ja da auch noch einen Trade gepostet habe gestern und der sich dann aber halt irgendwie auf den letzten Drücker abends nach 9 Uhr dann halt irgendwie verabschiedet hat und wo er dann eigentlich meine Kriterien für weiter Short und dann so ein bisschen eliminiert hat. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das heißt, da muss ich noch drauf eingehen, ob ich das jetzt gleich mache oder am Anschluss oder am Ende von dem Webinar oder halt vielleicht tatsächlich dann doch sogar noch mal irgendwie den Block nachher dranhängen. Muss ich jetzt gleich mal gucken, wie wir hier zeitlich
hinkommen. Das heißt, also ich bleibe jetzt erstmal beim DAX hier an der Stelle. Was haben wir? Gehen wir da mal im kleineren Timeframe, also im H1 ran. Wir haben hier ein Hoch. Fibo brauche ich hier keiner, das war natürlich Quatsch. So, kriege ich das Ding jetzt wieder weg. Ach man, hier direkt mal verklickt und gebremst. Sondern eigentlich erstmal hier nur so einen simplen Kasten. Also das Thema Wirkungsumkehr. Das heißt, was vorher Widerstand war, wird anschließend Unterstützung. Das haben wir jetzt hier schon so ein bisschen gesehen. Das heißt, das hier war ja halt irgendwo das Hoch vom 27. Da ist er dann irgendwie drüber, hat sich halt hier, hoffe, das funktioniert, so hat sich halt hier so ein bisschen abgestürzt, dann die ganze Zeit. Gestern dann wieder, das müsste gestern gewesen sein, genau. Ja, hier mit einem kleinen Gap, irgendwie habe ich hier gar nicht eingezeichnet, das verkauft, aber trotzdem dann wieder hier in der Nähe von diesem Hoch dann irgendwo nochmal abgestürzt und dann nochmal über Nacht bzw. gestern Abend. Und jetzt scheint die Sache aber hier erstmal so ein bisschen möglicherweise zu kippen. Also das ist jetzt hier irgendwie der 1, 2, 3, der vierte Anlauf, die vierte Attacke eigentlich auf diesen Support. Und irgendwann ist halt mal gut. Das heißt, was wir hier halt auch sehen, hier sieht man auch so ein bisschen Exhaustion in dem Bereich, wo der Markt sich so ein bisschen verausgabt hat. Auch hier kein neues Hoch, drückt dann nochmal runter. Minimaler Anlauf jetzt über Nacht und drückt jetzt nochmal drunter. Das heißt, hier sind eigentlich schon die Chancen da, dass wir zumindest mal halt ein paar Punkte tiefer rutschen. Dann ist aber wieder die Frage, bis wohin rutschen wir? Und das ist das, was ich meinte. Das heißt, unsere Aufgabe besteht ja auch im Zweifelsfall darin herauszufinden, okay, wo reagiert denn der Markt? Da fällt mir natürlich als allererstes dieses Cluster hier auf. Ich mache das mal hier in grün, einfach mal mit einer simplen Linie. Und weil da halt einfach Volumen war. Das heißt, wir haben dort an der Stelle Marktteilnehmer gehabt, die ein Interesse daran hatten, den Markt nach oben zu drücken. Das heißt, hier eindeutig war Volumen. Da brauchen wir jetzt gar nicht die große Volumenglocke auszupacken. Das sieht man auch so. Na, hier hat eben langer Spike im H1. Dann nochmal dran gedrückt und ewig lange dran rumgezackert und schießt dann nach oben durch. Auf der anderen Seite ist das natürlich genau der Kandidat, der fehlt. Das heißt, sehr, sehr wahrscheinlich, ohne Glaube, rein statistisch, von der Vergangenheitserfahrung her, ist es halt eben so, dass halt so eine Geschichte jetzt halt hier erstmal plausibel wäre. Das heißt, kurz hier drunter und dann wieder rauf und dann halt mal sehen, ob wir da nochmal drüber kommen. Oder ob wir dann halt irgendwie auf der Seite laufen. Das sind nicht viele Punkte. 394, ja, das wären halt so 40 Punkte runter und dann, und der Rest danach wird dann eher so ein bisschen schwierig. Das heißt, die halte ich aber eigentlich schon für recht plausibel, ne, weil ab da weiß man es dann einfach nicht mehr wirklich. So, würde bedeuten, wenn man es jetzt handeln will, dann müsste natürlich jetzt auch vor allen Dingen 9 Uhr unter diesem Bereich schließen und dann kann man das versuchen, da runterzukommen. Aber auch hier, ne, ganz klar, keine Empfehlung. Wie seht ihr das denn? Was sagt denn eigentlich das Sentiment im DAX? Das habe ich nämlich gar nicht gecheckt heute Morgen. Also Sentiment, für die, die das nicht kennen, aber ich glaube, hier sind ja nicht wirklich Anfänger dabei. Ist ja einfach nur das, was die Masse sich da halt irgendwie dazu denkt, wie der Markt sich entwickeln könnte. So, ich versuche das Ganze mal hier dann auch gleichzeitig, beziehungsweise nicht versuche, sondern stelle es jetzt hier auch mal um auf den, habe ich das hier aktualisiert? Nee, noch gar nicht. Ne? Auf den kleineren Timeframe hier im M2 oder M1, wo ich dann halt in der Regel meine Einstiege suche. Aktuell plus 5, also minimal, schreibt hier der Matthias, also minimal positiv. Das heißt, die Masse ist long, und aber auch nur überschaubar, ne? Das heißt also hier jetzt nicht irgendwie mit einem riesen Ausschlag, so irgendwie Masse ist 90% long, damit kann man natürlich wesentlich mehr anfangen, sondern hier halt nur minimal, also relativ neutral die ganze Geschichte. So, also nochmal, das heißt vor 9 Uhr, wir haben jetzt noch irgendwie 10 Sekunden, vor 9 Uhr müsste er halt hier unter der Zone hier bleiben und dann kann man sich vielleicht versuchen, hier unten irgendwo in die Short-Richtung einzukaufen. Muss wahrscheinlich relativ schnell sein. Ich setze mal direkt die Order dahin und in der Hoffnung, dass die ganze Geschichte jetzt hier direkt durchschießt. So, sind jetzt hier auch direkt schon ein paar Punkte im Plus. Ne? Der kann jetzt natürlich viel zu knapp sein. Ja? Also, okay, ist schon raus mit ein paar Punkten im Plus. Das waren jetzt aber tatsächlich irgendwie nur 2, 3 Punkte. Hätte ich mal ein bisschen, ja, 2 Punkte. Den hätte ich natürlich auch mal ein bisschen drin lassen können, aber ich würde dann eher nochmal versuchen,
entweder nochmal reinzugehen oder halt hier unten wirklich in dem Bereich dann halt mir einen Long einzufangen. So, der wäre dann halt hier, jetzt ärgere mich das natürlich schon, ne, weil die Richtung stimmt, ich hätte den mal nicht so eng absichern sollen jetzt gleich. Aber okay, also wir sind hier bei der 391, das heißt, da unten würde ich mich nochmal dann halt irgendwo einkaufen, 397, 394, 391. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas anderes an Argumenten finden. So, den brauche ich mal gerade nicht. So, Intraday Fibos ist, glaube ich, irgendwie gerade uninteressant. Runde Marken, Symbollinien. Okay, hier oben ist das Gap. Das heißt, wir kommen auch hier in den Kassamarkt mit einem kleinen Gap rein. Wäre aber hier vielleicht jetzt gar nicht falsch, mal kurz zu warten, bis die 15 Minuten um sind. Weil wir hier durch den EMA 200 durchschießen. Das ist immer so die Stelle, wo ich halt irgendwie sage, na gut, ich kann nichts damit anfangen, aber ich weiß, dass der Markt dort halt irgendwie sich gerne mal länger aufhält. Und von daher auch wiederum recht legitim. Der kleine Peak hier runter wird wohl nicht reichen. Vielleicht haben wir jetzt sogar auch noch die Chance, irgendwo höher anzusetzen. Nämlich hier oben in dieser Zone. Das heißt also hier irgendwo bei den letzten Highs zum Beispiel oder so halt, wäre möglich, so ein paar Punkte rauf und dann wieder runter, so dass das Gap halt erstmal aufbleibt. Ne? Hier hätten wir auch den Vortages-Point of Control, der natürlich auch Sinn machen würde da oben und sich da halt mal irgendwie mal kurz ein paar Orders abzuholen. Mich fällt hier gerade auf, ich habe gar kein Orderbuch drin. Warum eigentlich nicht? Moment, muss ich mal eben checken. Ah, es kann sein, weil ich hier im anderen... den habe ich nicht vorbereitet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ich habe den hier tatsächlich nicht drin. Ich habe den Future hier nicht drin. Ja, okay. Gut, muss ich jetzt kurz mit leben. Das heißt, wir haben dann halt hier eher unechtes Volumen und nicht das, was wirklich da ist. Mal abgesehen jetzt davon hier, ich habe das VPOC, aber nichtsdestotrotz hier drauf, das Add-on vom Orkan. Und das heißt, ich habe hier zumindest halt mal eine Anpassung von der Volumenglocke und auch eben den VWAP, den volumengewichteten Durchschnitt. Und infolgedessen ist jetzt hier kein Blindflug. Mal kurz einen Schluck Wasser trinken aus meinem klitzekleinen Glas hier. So, ihr seid so still. Liegt das daran, weil er mich nicht hört und ich die ganze Zeit mit mir selber rede oder habt ihr alle schon den Ton ausgeschaltet, weil ich zu viel rede? Das kann natürlich auch sein. Wir sind konzentriert, das ist gut. Wir zählen Geld, das ist auch eine gute Antwort. Ja, hier bei YouTube vor allen Dingen. Ah, da ist English please, okay, ET, ja. So, ET ist in the house. I want to call home, right? Ah, okay. Gut, bisschen was kommt ja. Alright, so, also, das stimmt hier erstmal soweit. Ich gehe jetzt mal ganz kurz rüber auf meinen DAO. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber den habe ich halt hier auch irgendwie schon auf Take Profit gesetzt. Da war ich halt schon ein bisschen länger short unterwegs. Seit ein paar Tagen, aber der hat mir halt dann, also ich habe jetzt hier nur noch wirklich den Stop hinterhergezogen, das mache ich auch jetzt gerade, weil ich nicht davon ausgehe, dass das noch irgendwie großartig funktioniert und das, da würde ich halt auch nur hier irgendwie so ein, das ist nur ganz kurz, ich mache es wie gesagt später nochmal separat, hier einen Aufsetzer auf diese Hochs halt gerne sehen, da wäre dann auch der SMA 20 im H1, das heißt also irgendwo hier knapp über der 500, da darf der irgendwie gerne mal reinstechen, der hat sich auch hier noch gar nicht bewegt jetzt in dieser Stunde und darf mich da gerne mal wenigstens noch abholen. Also da halt war für mich gestern hier, nur ganz kurz, da war für mich die Reißleine beziehungsweise halt der Trigger, wo ich gesagt habe, solange der hier drunter bleibt, unter diesem Bereich, das habe ich halt gestern Nacht beziehungsweise gestern Morgen für meinen Blog schon gesagt, solange der drunter bleibt, hat das Ding eine Chance, dass wir nach Short auflösen und das war dann halt hier so, wo ich dachte, Alter, um 9 Uhr muss das jetzt echt sein. Um 9 Uhr triggert er die ganze Geschichte nach oben weg und macht das ganze Short-Szenario kaputt.
Und deswegen würde ich den jetzt auch hier auflösen, weil das hier ist nicht mehr wirklich Short. Das kann zwar alles Fake sein, ja, der kann trotzdem runterklatschen, aber für mich heißt das hier in der Nähe Take Profit irgendwie setzen oder sonst irgendwas, Stop nachziehen, einfach eng, weil ich glaube nicht, dass die Geschichte halt hier wirklich noch in Short auflöst. Ich bin halt trotzdem, spielt es keine Rolle, weil es nicht wirklich Live-Trading, aber ich bin halt noch glücklicherweise im Plus. Ich habe das halt wesentlich früher schon angefangen, die Nummer hier, da sieht man hier oben ist mein Break-Even an der Stelle, weil ich halt den auch skaliert habe, aber der war aber auch schon vierstellig im Plus. Von daher wäre das natürlich, ist ein bisschen ärgerlich, aber so ist es halt. So, aber das, wie gesagt, nur kurz am Rande. Wir gehen nochmal zurück auf den DAX. Und der schwebt hier so, hängt so ein bisschen in der Luft hier rum, kommt nicht wirklich da unten hin, zieht nochmal zurück zur Eröffnung. Aber ich habe ja auch gerade gesagt, ne, vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht kommt man da auch nochmal irgendwie so ein bisschen besser in den Markt rein und muss dann gleich mal gucken, was er da auf der Oberseite macht. Also ist das hier schon so ein bisschen angetriggert, die Geschichte hier. Ich zeige es mal nochmal im H1. Aber irgendwie noch nicht wirklich tief genug. Ne? Also das hier, wo sind wir da in dem Bereich? Da ist er jetzt gerade irgendwie hingelaufen. Ich gebe dem Ding mal eine andere Farbe, damit man es auch auseinanderhalten kann. Und mal ein bisschen dünner das Ding hier. Und nur für mich jetzt hier auch mal zur Orientierung, wo wir stehen, weil ich halt hier auch so ein bisschen viel male. Und damit ich da nicht den Überblick verliere. Also hier hat so irgendwie drüber irgendwie angesetzt. Für meine Begriffe ist hier nichts, ja, außer hier so ein Hoch, aber der darf da schon so ein bisschen deutlicher reinstechen. Der darf auch gerne drunter. Da hat auch jemand gerade auch geschrieben, 16.482, ne, zum Beispiel. Ja klar, warum denn nicht? Ne? Also das heißt, das wäre dann halt eher so sogar in dem Bereich hier, ne, also auch minimal drunter. Was? 482? Ah, nee, dann habe ich es falsch gelesen. So, ich habe gedacht 382. Das wäre dann halt hier so minimal drunter. Da darf der schon mal irgendwie hin und darf erst mal gucken. Was ich so ein bisschen befürchte, sorry, ich muss dir über die Kommentare lachen. Was ich so ein bisschen befürchte ist, das ist ja leider nie auszuschließen, dass der Markt sich jetzt hier erstmal so ein bisschen einpendelt und wir dann halt um 11 Uhr dann halt die eigentliche Bewegung dann halt kriegen. Das kann halt leider immer sein. Das ist natürlich für ein Webinar total Banane, aber so what, wenn es so ist, ist es so. Ne? Man sieht hier aber schon, wo ich gerade meinte, M15, ne, der hängt sich jetzt hier am EMA 200 auf. Das ist so ein typisches Verhalten. Und deswegen ist gar nicht so schlecht, hier mal kurz ein paar Minuten irgendwie zu warten und ob er sich jetzt da drunter drückt. Und wenn der aber hier unten schließt, dann würde ich da versuchen, dann auch nochmal reinzugehen. Das heißt also hier dann noch die paar Punkte runter dann mitzukriegen. Und gerade mal gucken, hier falsche Orderart, die paar Punkte mitzukriegen und dann da unten halt eben zu drehen. Ne? So, ich habe hier nur gerade umgestellt. Das stand auf normaler Order und nicht auf MIT. Ein bisschen trockenen Hals. Ich glaube, Kaffee hilft da am wenigsten, oder? Ich weiß gar nicht, was das immer ist. Ne? Ich meine, ich rede ja auch so irgendwie den ganzen Tag. Aber hier manchmal im Webinar irgendwie trockene Stimme. Es ist aber auch kalt hier. Ja, also muss ich aber auch mal irgendwie sagen, das ist das Wetter. Ja, es killt mich hier noch. Das killt mir. So, was die Idee, was ja, Deutschland kommen noch so ein paar News und kurz vor 10 schreibt der Martin auch gerade hier. Und Mimimi. Timo, ich sag nur Peter. War jetzt ein Insider. Das findet auch nur der Timo jetzt nicht lustig. Aber was das jetzt genau bedeutet, kann ich aber auch nicht erklären. So, von wegen Mimimi, nix Mimimi, aber es ist halt einfach so, ich weiß gar nicht, es nervt mich ja halt einfach immer, ne, dass mir die Stimme irgendwie da halt versagt, so ein bisschen unnötig. So, das war das Vortagestief übrigens, da gehen wir auch gerade so ein bisschen nach unten durch. Ich würde jetzt schon mal versuchen, hier mich nochmal irgendwo einzufangen,
um eben noch ein paar Punkte mit runterzukriegen, dann halt eben im zweiten Anlauf um 9:15 Uhr in der Hoffnung, in dem Glaube, wie wir Kirchengänger, Börsenkirchengänger ja auch gerne sagen, dass wir dann halt eben noch ein paar Punkte da halt runterkommen. Und also wie gesagt, das in dem Abschluss von der M15. Aber eine kurze Frage. Ich rede ja hier immer so selbstverständlich vor mich hin. Wer ist denn heute zum ersten Mal hier dabei? Weil ich muss immer gucken, wo ich halt irgendwie ansetze und damit ich nicht irgendwie zu viel voraussetze und dann auch vielleicht mal diejenigen, die das noch nicht so kennen, auch ein paar Stationen früher abhole. So, also macht einfach mal, schreibt einfach mal ein X oder ein Ich. Wer ist zum ersten Mal hier? Wer hat das noch nicht gesehen und wo muss ich ein bisschen ausholen? Okay. Zwei Leute. Ja, okay. Also die Mehrheit. Ja, noch jemand. Also die klare Mehrheit hier ohnehin immer Stammseher, freut mich natürlich halt auch total. Aber trotzdem auch immer wieder neue. Okay. Dann versuche ich es ein bisschen langsamer zu machen. Also ich gehe mal davon aus, das Ding mit der Wirkungsumkehr, was ich am Anfang hatte, hat man verstanden. Warum ich auch jetzt da unten sage, da wäre eine Reaktion jetzt schon recht wahrscheinlich oder dass wir überhaupt halt mal hinlaufen. Ne? Und auch, dass das Low nicht reicht, das sieht man ja auch gerade. Ich bin jetzt nur leider nicht mehr reingekommen, weil ich gerade mit den Kommentarlesen beschäftigt war. Aber gut, ist jetzt halt so. Ne? Ich habe ja gesagt, das Low reicht nicht, der darf da schon noch tiefer. Und das ist halt das Thema Wirkungsumkehr. Ne? Also einfach ganz profan, das, was vorher Widerstand war, wird anschließend zum Support. Das ist so ein Ansatz, den ich fast immer verfolge, vor allen Dingen in den in Webinaren und Livestreams. Und weil der halt schon eine hohe Verlässlichkeit hat. Ne? Also jetzt auch keine 100%, ist halt auch klar. Aber schon enorm hoch einfach. Und das ist immer so das, was auch gerade, was man bei der Öffnung dann halt eben gerne sieht, dass wenn jetzt zum Beispiel der Daily zu weit entfernt ist, also Daily-Marken werden zum Beispiel halt hier vor Tagestief, ja, die war jetzt aber relativ nah, hier nur so ein paar Punkte. Also wenn der Daily ansonsten zu weit entfernt ist oder nicht plausibel genug, und dann wird sowas gerne irgendwie als nächste Anlaufstelle dann halt genommen. Ne? Und das ist das eine. Da kann man aber nochmal, wenn man möchte, irgendwie auch mal kurz zu rückspulen. Und das andere ist aber eben der M15. Der ist für mich immer so der erste ausschlaggebende, oder nicht Ausschlag, aber so das erste, wo man halt so ein bisschen erkennt, okay, da geht die Richtung hin. Weil nicht selten haben wir eben auch Orders, die zeitlich getaktet sind. Ja? Also die dann halt zum Beispiel von 9 Uhr bis 10 Uhr dann in einer gewissen Zeittaktung durchgeprügelt werden. Und egal, ob das ein 3 Minuten oder 5 Minuten Takt ist, 15 Minuten ist einfach so der erste größere Nenner. Ja, gut, können wir noch sagen, vielleicht sind es auch 16 Minuten, ja, aber auch die ist ja verdammt nah dran, eben an einer 15 Minuten Kerze. Also ganz simpel, ja. Das ist ja nichts anderes als eben die ersten 15 Minuten, die vergangen sind. Das ist die Tendenz von den ersten 15 Minuten und ausgehend davon, oder unter der Annahme, dass halt eben viele Orders auch zeitlich getaktet sind, sehe ich hier den ersten größeren gemeinsamen Nenner. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Und deswegen finde ich den ersten M15 dann auch nicht so uninteressant. Klar gibt es auch mal Tage, wo das einfach dann komplett umgedreht wird, aber das ist eigentlich eher selten. Ne? Von daher warte ich die immer ganz gerne mal ab. Wir sehen vor allen Dingen jetzt hier auch, er schiebt sich durch den EMA dadurch. Also nochmal, EMA ist für mich so irgendwie No-Go. Das ist eigentlich immer eher so die Stelle, wo ich einfach am liebsten rausbleibe, weil mir der halt nichts sagt von der weiteren Richtung. Rausbleibe, weil er da eben auch gerne mal irgendwie bremst, drüber zurückläuft und sich dort halt einfach mal wirklich, wo er gerne halt rumeiert. Deswegen bin ich da am liebsten immer raus. Aber typisch wäre jetzt hier zum Beispiel, dass wir direkt danach jetzt einen kleinen Impuls kriegen, der dann halt die M15 jetzt fortsetzt. Also die ersten 15 Minuten sind um und mal gucken, kleiner Anlauf, vielleicht nochmal hier am Pivot und dann direkt nochmal runter. Aber es ist halt sehr wenig Volumen insgesamt da. Ich hätte natürlich hier
das Future-Volumen vorbereiten müssen. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwie ganz schnell. Das dauert nicht wirklich lange, aber dazu müsste ich kurz das Bild wegmachen. So, was sagt denn der DAO parallel? Hat er sich mal bewegt? Ja, auch nicht so wirklich, ne? Auch nicht so wirklich. Ich meine, ich stelle das mal hier ganz kurz ein, weil ich finde das schon irgendwie so ein bisschen, empfinde das ein bisschen als Blindflug, dass ich halt hier kein echtes Volumen habe. So, ich hoffe, die Pause-Taste funktioniert. Da kommt jetzt nicht irgendwas Komisches. Nee, alles wunderbar. So, hören kann man mich noch. Ich stelle jetzt hier nur gerade im Hintergrund eben das Bild um. Nicht das Bild um, sondern halt hier das Volumen um. Das dauert nur gerade einen Moment, aber dann sieht man hier besser, was los ist. Und vor allen Dingen, ach, jetzt macht der DAX natürlich genau jetzt seine Bewegung runter. Es ist natürlich. Ach ja. War ja klar, ne? Genau in dieser Minute, wo ich hier rumfummele im Hintergrund, macht der DAX jetzt halt seine Bewegung. So, komme ich wieder zurück. Also, jetzt haben wir hier zumindest mal Volumen, also das Orderbuch drin. Ja, so, das sind zwar jetzt nur ein paar Punkte, die hätte ich aber schon gerne mitgenommen, aber ich würde jetzt mal versuchen, da unten den so gut es geht, da einzugrenzen. Ich habe jetzt erstmal hier blind eine Order liegen bei der 392, die eben von der Stelle kommt, die ich eben eingezeichnet habe. Also, ich muss echt sagen, ich ärgere mich gerade schon so ein bisschen über mich selber. Ja, ich hätte einfach vorhin die Order auf die Position auflassen sollen. Und weil es ist zwar schön, dass ich jetzt hier sagen kann, siehst du, mach genau das, was ich sage. Der Markt drückt darunter, auch der Impuls kommt, aber ich habe hier genau 2 Punkte eingesammelt, ja. Und Liga war halt hier schon irgendwie 40 Punkte richtig, also die ganze Bewegung halt. Und das ist natürlich echt nervig. So, ich hoffe, ihr habt es besser gemacht, ja. Ich hoffe, ihr wart short bis hierhin und habt das genauso gesehen und habt die Punkte eingetütet. Ja. Aber das ist halt wirklich manchmal, ne, hier gerade so ein bisschen mit dem Orderbuch, dann halt hier zu viel auf Kommentare und dann irgendwie, und dann habe ich kurz dann selber mal hier das Ding verschlafen. Aber gut, ich meine, für mich das Wichtigste ist nicht jetzt hier irgendwie sagen, ah, guck, ich habe hier super viele Punkte, klar, ist das nice, ja. Mir ist viel wichtiger, dass das, was ich erzähle, verstanden wird, dass ihr das nachvollziehen könnt, am besten dann auch mit eurem Ansatz kombinieren könnt und dass ihr in den Webinaren was draus macht. So, und dann feiere ich jetzt mal hier die Geschichte mit 35, 40 Punkten für euch, ja, auch wenn ich sie nicht habe, aber für euch freue ich mich natürlich. So. Mal gucken, was der, ach, der DAO hat der sich jetzt eigentlich mal. Ich gucke hier gerade mal parallel auf dem Handy noch so ein bisschen mit. Ja, der bewegt sich, der DAO bewegt sich irgendwie gar nicht auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch. Eieiei. Aber gut. So what? So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch einen kleinen Stich darunter kriegen und ab dann halt den Rücklauf. Der Lutz hat vorhin gemeint, 404 Long. Oh, okay. Kann man machen. Ich bin aber eher ein Freund davon. Zu gucken, dass man es so ein bisschen ausgereizt kriegt. Das heißt, wir stecken jetzt hier schon mal drin. Ne? So, ich habe ja auch gesagt, der kann da ruhig so ein bisschen deutlicher reinstechen. Muss es jetzt aber auch nicht übertreiben. Das ist halt auch klar. Ne? Aber was mir halt hier schon noch so ein bisschen fehlt, das ist so ein Abschluss. Also das heißt wirklich so ein sauberer Stich darunter. Vielleicht kommt der jetzt ja auch. Das hier ist eine Limit Pullback Order, für die, die auch den Stair Trader nicht kennen. Gut, hat jetzt wenig Effekt gehabt, weil der Markt halt so langsam ist. Aber generell ist das soweit schon okay. Ne? So, das heißt, das Maximum, ich würde jetzt auch hier skalieren, das Maximum ist eigentlich da unten der Pivot, wobei das eigentlich schon zu tief wäre. Ich würde jetzt hier schon gerne irgendwie langsam mal eine Reaktion sehen. 300, was habe ich von 82, weil ich das vorhin falsch verstanden habe. Das war ja so der, wo ich gesagt habe, ja gut, macht absolut auch Sinn. Wenn der halt einfach so ein bisschen tiefer da reinsticht
Und klar kann es jetzt auch sein, dass er erstmal noch ein Stück weit durchfällt und mich da unten auch abschießt und die Bewegung dann nachher erst macht. Aber wäre ich Short gewesen, wäre ich jetzt hier fertig. Also das steht auf jeden Fall fest. Hätte ich den Short mitgenommen, würde ich jetzt hier langsam mal über den Exit nachdenken. Beziehungsweise wird dann jetzt hier, glaube ich, den Stop sehr, sehr eng ranziehen. Er ist natürlich so ein bisschen gewagt, in den Impuls reinzuhalten, aber dass das Ding jetzt hier einfach so komplett weggesammelt wird, ne, glaube ich nicht. Ist aber bei so einem Cluster muss man immer ein bisschen gucken. Ich zeige es mal hier gerade noch mal in groß. Bei so einem Cluster muss man halt immer gucken. Das Cluster beginnt hier oben, ne? So, das heißt, ganz oft setzt er eben auf der Oberseite an oder sogar genau am Peak. Von daher hat der Lutz ja auch gar nicht irgendwie Unrecht mit seiner 404. Die ist nämlich genau hier oben. Aber das Risiko liegt halt natürlich insgesamt halt, was habe ich denn heute hier mit der FIBO? Das verklickt mich heute hier. Das Risiko liegt natürlich insgesamt in dem ganzen Cluster. Das heißt, schlimmstenfalls sogar bis darunter. Hier ist der letzte Peak. Das wäre dann, Entschuldigung, die 376. Ne, was ist das? 332 sogar. Okay. Das ist natürlich schon klar, ne? Das heißt also, muss man im Zweifelsfalle dann halt irgendwie nicht aushalten. Das will jetzt nicht sagen, so, wir ziehen jetzt den Stop irgendwie runter auf die 320, ja. Kann man machen, ja. Also, wenn die Positionsgröße halt passt, klar, kann man machen, ne? Aber das wäre jetzt halt erstmal so das Maximum. Braucht dann halt auch so ein bisschen. Was habe ich den Ton aus? Nee. Bitte anschnallen Ton. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Weil ich habe irgendwie die Kommentare im Auge. Nee, Ton sollte in Ordnung sein. Ne? So, ne? Also hier, jetzt bin ich kurz aus dem Konzept. So, das heißt, wenn man also so ein Cluster handelt, ne? Da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja gut, ich halte das Ding aus, lass den Stop da unten sitzen oder gehe dann halt eben in zwei Etappen ran. Ne? So, und ich habe ja aber auch gerade hier gesagt, okay, für mich wäre jetzt so der nächste Punkt, der jetzt hier vielleicht wirklich noch kommen könnte, wäre dann halt hier so der Pivot. Und den man halt durchaus erstmal einkalkulieren kann, aber ich würde jetzt nicht unbedingt das Ding auflassen und dann gucken, wie wir dann irgendwie da runterbrechen. Also da habe ich natürlich auch keine Lust drauf, ist ja klar. Das ist auch klar. So, aber hier stecken wir schon so ein bisschen tief drin. Es werden irgendwie nicht so wirklich Reaktionen hier. Ich glaube aber trotzdem, dass der H1 irgendwo hier oben drüber nachher wieder schließt. Das kann jetzt natürlich alles so ein bisschen dauern. Was mir so ein bisschen auf den Keks geht, ist wirklich der Down. Ne? Da passiert ja irgendwie nicht wirklich viel. Wir stehen jetzt zwar hier am SMA 20, wo ich auch gerade, ich lasse den mal gerade hier, gesagt habe, da will ich eigentlich mit dem mal hin und dann halt mal irgendwie Stop eng nachziehen. Das mache ich zumindest mal das. So, das heißt, hier mal ein bisschen größer, bevor ich den jetzt hier noch versemmle oder so. Und dann bin ich auf wenigstens fast wieder vierstellig in dem. Wir stehen hier einfach genau auf diesem Level drauf, auf der 530, gestern halt der Mörderwiderstand. Und der könnte jetzt eben auch sehr, sehr gut halten. Ja. Kann auch hier mal irgendwie ein bisschen was rausnehmen. Position mal verkleinern. Die habe ich gestern so ein bisschen doof eingekauft. Dann bin ich davon ausgegangen, wir fallen da unten durch. Aber okay, die ganze Nummer ist ein Plus, von daher passt das. Das heißt, für mich habe ich ja vorhin auch erklärt, ne, wie gesagt, ich gehe da später nochmal genauer drauf ein. Für mich ist hier Long eigentlich so ein bisschen vom Tisch. Ja. Aber ich habe die Position jetzt verkleinert, ich ziehe mal den Stop noch so ein bisschen hier drüber, gebe ein bisschen Luft hier. Und aber ich glaube nicht, dass das noch großartig funktioniert. Ehrlich gesagt. Hier sehen wir zum Beispiel auch im Orderbuch. Gut, es war jetzt natürlich außerbörslich für die Amis, aber da ist was los. Ne? Vielleicht mache ich den noch einfach irgendwie zu. Also ich gucke mir das hier noch einen Moment an, aber das sieht fast aus, als würde es gleich irgendwie nach oben schießen.
wenn die Order echt ist, aber dass wir da unten durchfallen, jetzt durch die 530 von oben hier im DAO, glaube ich nicht. So, dann gehen wir nur auf den DAX-Kandidaten, mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Dann gucken wir da jetzt irgendwie oben rauskommen bis um 10 Uhr. Ja, hier geht es jetzt auch los mit der Gegenwehr, schon ein bisschen deutlicher. Und daher passt das. Ja, also, ne, war jetzt nicht so wahnsinnig gut da oben eingekauft. Da hätte ich die Limit Pullback ein bisschen größer einstellen können. Dann wären wir automatisiert noch ein paar Punkte mit nach unten gekommen. So, 377 kann noch kommen, schreibt der Erwin. Da waren wir doch schon, oder? Nee, waren wir noch gar nicht, ne? Doch, waren wir drunter hier, ne? 371, ja, klar. Das ist schon okay. Das ist schon okay, was der Markt hier jetzt erstmal macht. Ne? Also wir sehen halt hier auch, das ist jetzt der M2. Sollte man nicht überbewerten. Ne? Aber M1, M2, also M2 ist eigentlich so der langsame M1, wenn M1 irgendwie das Volumen oder für den M1 die Vola und das Volumen zu klein ist, dann macht der M2 schon Sinn. Also hier sieht man jetzt zumindest mal die längste Gegenbewegung seit der Eröffnung. Von daher glaube ich, so falsch ist das nicht. Und entscheidend ist natürlich dann die Frage, was am Schluss bei rauskommt. Hält man das halt dann wirklich auch durch? Zieht die ganze Nummer oben raus oder nicht? Ich würde ja eigentlich gerne nur bis hier oben, wie ich es ja vorhin auch gezeigt habe, im H1 nochmal bis in diese blaue Zone. Das würde bedeuten, das hier ist jetzt ja die 9 Uhr Bewegung. Das heißt, würde bedeuten, dass wir halt die Stunde noch einmal kurz in Richtung Grün drehen. Ja. Ob er dann da oben rausgeht, egal, ja. Also ich will eigentlich nur das Stück hier haben. Oder hätte ich gerne, wünsche ich mir, wie auch immer. Auch wenn noch nicht Weihnachten ist. Aber das ist das, was für mich halt irgendwie am meisten Sinn macht. Und alles darüber hinaus, nice to have. Aber mehr halt auch nicht. Gehen wir hier nochmal zurück auf den Daily. Mal gucken, ob man da nochmal irgendwas erkennen kann. Aber ich glaube auch nicht so wirklich, ne? Da sitzen wir nur gerade hier so ein bisschen das Ding von gestern da halt irgendwie vor. Das hat aber noch nicht irgendwas zu sagen. Nur das war gestern halt hier mal oben irgendwie so ein bisschen Pause eingelegt habe. Aber mehr halt auch nicht. So, also hier größte Gegenbewegung haben wir gerade gesehen. Mal gucken, was er jetzt damit macht. Wenn der M5 so weitergeht, ist es gar nicht gut, was er damit macht. Dann würde er tatsächlich viel zu tief gehen. Naja. Ja, die hätte ich auch gerne gehabt. Die schreibt hier der Stefan gerade mal als Werbung für dich. Die LPO hat mich bei 74 auf eingekauft statt 93. Sehr schön. Das heißt, Limit Pullback Order hat hier einen von den Teilnehmern, nämlich dem Stefan, hier gerade. Dadurch, dass die Order erst gefüllt wird, wenn der Markt sich an die richtige Richtung dreht, was ich hier gerade völlig falsch eingestellt hatte, hat ihm hier fast 20 Punkte Profit extra gebracht, beziehungsweise durch den besseren Einstieg 20 Punkte. Schön. Das ist schön. Was habe ich denn da eigentlich eingestellt? Einen Punkt oder wie? Ne, null. Ja. Man sollte nicht meinen, dass ich derjenige bin, der die Software hier geschrieben hat, manchmal. Das ist wirklich unglaublich. Vielleicht sollten wir einfach mal in Frankfurt anrufen und mal fragen, ob die nicht einfach die Börse um 10 Uhr aufschließen können. Ich bin um 10 Uhr wirklich wacher. 8:45 Uhr. Wolfgang, kannst du das mal irgendwie machen? So. Mal kurz da anrufen. Vielleicht fürs nächste Mal. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber das ist natürlich, vielleicht auch heute, weil irgendwie so viele Streams hier irgendwie gleichzeitig sind und ich hier wirklich gucke, dass ich die Technik im Auge habe, gleichzeitig noch versuche, etwas zu erzählen, was nicht komplett sinnbefreit ist, sondern mich dann natürlich auch auf den Markt konzentriere und dann noch handle. Da fällt halt mal was hinten runter. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, mir geht es ja halt auch hauptsächlich darum, dass mit dem, was ich sage, man etwas anfangen kann und wenn ich mir angucke, was hier an Feedback kommt, ist das auch so. Ja, auch wenn ich jetzt hier selber nicht großartig performe, aber
Viel von dem, was ich sage, scheint irgendwie auch für viele Sinn zu machen. Darum geht's. Aber ich verdiene auch gerne Geld. Das stimmt schon. Das stimmt schon. So, ich gucke nochmal hier über die Kommentare drüber. Das ist immer so hier, ist bei mir das Fenster für die Kommentare ist hier. Deswegen, ich sieht immer so ein bisschen komisch aus. Ne? Was? Thomas fragt hier, wie groß ist der Unterschied zwischen EMA und SMA? Das kann man so nicht sagen. Also je höher die Wohler, desto höher der Unterschied. Beziehungsweise, ja, also nicht die Wohler, sondern je höher die ATR, desto höher der Unterschied. Ne? Weil EMA ist ja exponentiell gerechnet. Und der SMA ist halt einfach nur ja, gleichgewichtiger Durchschnitt. Ne? Von daher. Und der Unterschied ist einfach der, also ganz simpel, bei einem EMA. Also heißt ja auch so Exponential Moving Average. Es sind halt einfach nur die letzten Werte haben ein höheres Gewicht als die älteren Werte. Also jüngere Werte haben ein höheres Gewicht als ältere Werte. Und deswegen biegt er sich auch ganz anders. Und beim SMA, der nimmt einfach nur den Durchschnitt von allen Werten ohne Gewichtung. Deswegen kann man das pauschal natürlich nicht sagen. Der Erwin fragt, wo läuft der YouTube-Kanal auf? YouTube! also der Kanal von Stereotrader heißt einfach youtube.com und ist, glaube ich, hier unten auch eingeblendet, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Also youtube.com slash Stereotrader. Und dort sieht man die immer ganz oben. Aber kommt man auch über meine Blog einfach drüber. Dort ist ja auch der Link nochmal drin unter dirkhilger.de, das ist ja auf jeden Fall hier unten gerade irgendwie eingeblendet. Und da findet man sich hin. Findet man sich hin. Findet man sich zurecht? Findet man hin? Wie auch immer. So, also DAX schläft ein. Das wäre auch mal schön gewesen, wenn es nicht so wäre, sondern wenn wir hier mal ein bisschen Bewegung kriegen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also die M5 hier gefällt mir nicht so richtig. Das sieht fast aus, als würde dann noch einer unten dran kommen, aber okay. Da muss man den eben ein bisschen länger aushalten. Ne, weil er halt hier jetzt irgendwie so über die Öffnung da hochgezogen ist und so. Naja, aber gut. Auf der anderen Seite haben wir 9:30 Uhr. Die Knoppers-Fraktion ist am Start. Und nicht selten dreht die das Bild auch um, beziehungsweise bringt halt nochmal neuen Schwung in die Bude. Haben wir gerade erst irgendwie angefangen, hier vor ein paar Minuten und beziehungsweise vor 3 Minuten und mal sehen, wie die Geschichte jetzt hier aufgeht. Also da wäre es halt jetzt nicht weiter verwunderlich. Also ich würde es mir wünschen natürlich, ne, wenn der jetzt halt hier einfach zurückzieht, ungeachtet dessen, was hier der M15 bis jetzt getrieben hat. Gucken wir ab hier ab 9:30 Uhr auf den H1 und zwar auch nur auf den H1 am besten. Um dann halt mal zu sehen, was das Ganze werden könnte. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, na, für meine Begriffe kann sich die Stunde jetzt einmal nochmal umdrehen. Das heißt, hier oben wäre dann auch, bin da vielleicht manchmal ein bisschen schnell. Sorry, ich hole mal ein bisschen aus. Also, wir haben hier die Xetra-Eröffnung, 9 Uhr Eröffnung. Knapp darüber haben wir den Point of Control. Das heißt, dort, wo das meiste Volumen gewesen ist. Das heißt, jetzt stehen wir außerhalb der Value Area, also außerhalb dessen, was heute zu 70% gehandelt wurde. Das heißt, hier unten wird die Luft dünn. So. Und das ist halt einfach Fakt. Das sieht man auch hier. Das ist auch eine Information, keine Indikation, wie so ein SMA oder EMA. Das hier ist Information. Das heißt, hier unten ist bis heute am wenigsten passiert. Deswegen ist das hier grau. Ab da, wo es blau wird, ist halt tatsächlich was passiert oder beziehungsweise mit höherem Volumen gehandelt worden. So, wenn jetzt Volumen in den Markt reinkommt, dann wird er gar keine andere Chance haben, als dahin zu laufen, wo halt eben Volumen war. Ja, weil es gibt ja nicht irgendein größerer Händler eine Position da rein und hat keine Abnehmer dafür. Sei es jetzt halt irgendwie eine Market Order oder halt eine Pending Order. So, und das heißt, da ist halt hier einfach so der Bereich des größeren Interesses. Und der Markt hat halt, wenn er sich hier unten nicht etablieren kann, wenn er jetzt nicht in der Lage ist, hier das Volumen zu konzentrieren, wird er da wieder rein zurücklaufen. So, und dann habe ich ja gesagt,
ich gehe mal davon aus oder baue drauf, dass die Stunde sich wieder nach grün dreht. Dann habe ich gesagt, wir haben hier die Eröffnung und da den Point of Control. Das bedeutet, da wäre halt eben ab hier ein Punkt drüber, wäre die Kerze, die Stundenkerze wieder grün. Ein Point of Control ist ja nichts anderes als das, wo das meiste Volumen für das meiste, mit Abstand meiste Volumen für heute gehandelt wurde. Und der ist halt genau hier. So, und das heißt, so wenn wir jetzt hier wieder schaffen, zurückzulaufen in diese Value Area, dann ist es absolut plausibel, dass wir von hier, von diesem Punkt an, ja, direkt da oben hinlaufen, ne, zum Point of Control und damit auch kurz das Bild mal umdrehen und genau das würde dann halt passieren hier, wenn man jetzt nur von Kerzen ausgeht. Dann hätten wir hier auch genau das Bild, nämlich dass die Stunde einmal kurz die Farbe zumindest wechselt. Das wäre ab hier der Fall. Und das macht eben, ist völlig plausibel ab dem Moment, wo er in die Value Area zurückläuft. Ne? So, da schreibt jemand gerade was zum Daumen. Ich gehe mal kurz rüber. Der Daumen läuft in meine Richtung. Ja, der drückt nur ein kleines bisschen runter, aber ich sagte, ich glaube nicht, dass der da unten durchfällt, aber. Für mich ist da Short and Dow erstmal vom Tisch. Also, das Ding hier ist jetzt knapp im Plus gerade. Ein bisschen früh hier oben eingekauft. Limit Pullback falsch eingestellt. Wieder mein Fehler, aber okay. So, ich hoffe, das war verstanden. Ich hole heute mal so ein bisschen, weil ich ja sehe, dass halt doch der eine oder andere zum ersten Mal dabei ist. Deswegen hole ich in den Erklärungen mal ein bisschen weiter aus. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Das meine ich halt, ne? So, wenn man das irgendwie ständig macht und auch ständig Webinare, dann rubbelt man sich da irgendwas in den Bart immer irgendwie ausgehend davon. Ja, habe ich ja schon tausendmal gesagt, weiß ja eh jeder. Und sorry dafür, aber ich bin da manchmal ein bisschen schnell im Quatschen. Und das machen meine Kollegen, muss ich ja halt dann doch immer wieder gestehen, viel, viel, viel besser als ich. Aber ich bin ja auch nur der Typ mit der Software. Ich bin ja nicht der, der sagt, ich mache Millionäre aus euch. Das bin ich nicht. Das ist ein anderer. Den kenne ich auch nicht. Zumindest nicht persönlich. Okay. Ja. Lese hier mit. Ist noch jemand irgendwie short oder long positioniert? Noch jemand? Ich versuche hier gerade irgendwie Fragen rauszufinden. Wolfgang, wenn du irgendwie eine Frage siehst, die du mir hier durchgeben willst, gerne her damit. Weil ich versuche zwar alles mitzulesen, schaff's aber auch nicht so ganz. Was? Warum setze ich meinen meinen Stopp mit 72 Punkten an? Nein, wer hat denn sowas? Ach, da oben. Okay, nein, 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 nein. Das ist, schreibt der Christian hier gerade. Nein, das ist so nicht gedacht. Also, ich habe den nur dahin gezogen, weil ich halt hier vorhin erklärt habe, wo das Maximum vom H1 beziehungsweise hier von dem Level halt liegt, wenn man das halt irgendwie einfach aushalten will als Swing mit der entsprechenden Positionsgröße. Und dann ergibt sich ein Stop von 72 Punkten. Ich habe den jetzt zwar hier erstmal nur stehen gelassen, ich halte den aber nicht bis darunter aus. Also das ist jetzt wirklich nicht mein Plan. Das macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn für meine Begriffe, weil so lange dauert das Webinar auch nicht, dass der hier noch 72 Punkte macht und ich den nochmal irgendwie da auf der Strecke dann skalieren könnte. Das heißt, ich brauche jetzt hier wirklich demnächst eine Reaktion, also bis 8:45 Uhr, und wäre durchaus bereit, den hier knapp drunter zu skalieren, aber mehr halt auch nicht. Das heißt, der bleibt da auf gar keinen Fall. Ja. Und dann würde ich halt eher dann im zweiten Ansatz nochmal rangehen und dann halt eben tiefer ansetzen. Ja. Und die Position dann halt eben nochmal neu. Nee, also da. Wahrscheinlich bist du ein bisschen später dazugekommen, Christian, aber ich habe das vorher nämlich hier ausgeführt. Und dadurch hat sich ergeben, dass der Stop da unten sitzt. Das ist also nicht wirklich so richtig. Auch 50 Punkte kann man machen, wenn die Vola hoch genug ist, gar keine Frage. Ne? Das sind 250 €. Dann halt hier, das ist überschaubar als Risiko. Aber auch das ist hier nicht mein Plan. Ne? So, ich will den jetzt hier auch nur nicht zu knapp setzen, weil ich vorhin nämlich gemeint habe, ja, eigentlich fehlt hier unten noch so ein Abschluss. Nicht, dass der jetzt noch kommt, mich genau rauskegelt und dann umdreht. Und von daher,
Aber ich ziehe den Gleis sowieso nach. Ja. Schreibt der Christian auch gerade. Danke für die Erklärung, hat mich gewundert. Ja, nee, klar. So, dann haben wir, gucke nochmal hier drüber, habe das Tief erwischt. Sehr schön. Ja, auch wieder Long von unten, also Konrad, Long von unten. Das Tief erwischt. Kann man, guck mal hier, es sind schon, ja, schön, doch einige irgendwie hier dabei. Also kann man am POC erkennen, in welche Richtung es geht? Kurz und knapp, nein, kann man nicht. Also ich meine, wenn eine vorherrschende Impulsrichtung da ist, dann wahrscheinlich in die vorherrschende Impulsrichtung, ja. Aber die haben wir momentan halt nicht. Was wir vor allen Dingen gerade sehen, ist, dass der POC sich gerade verändert hat. Das heißt, wir haben jetzt hier unten, genau hier jetzt in dem Bereich, dort haben wir jetzt plötzlich das meiste Volumen. Und das dann aber, der POC hat sich gerade erst auch geändert. Das heißt, nach der Abwärtsbewegung, das heißt, jetzt hier scheint halt hier das Volumen zuzunehmen und der Markt drückt drauf. Das ist natürlich dann gar nicht so schlecht. Und weil hier oben hätten wir dann nichtsdestotrotz den zweitgrößten Punkt. Ja? Also wenn man jetzt das hier mal genau aufdröseln würde oder sich da halt jetzt mal mit dem Kreuz, mit dem Fadenkreuz hier ran macht, dann sieht man, der geht bis hierhin. Ne? Und der POC hängt hier so ein Stück weit drüber. Ne? Wobei der POC ist, glaube ich, aber auch mit Absicht ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, muss ich auch, dass ich nichts Falsches sage, nach außen gezerrt. Ich habe das Ding hier halt hier auch programmiert. Aber generell sieht man halt, ne, gemessen am Volumen ist das gehandelte Volumen hier oben in dem Bereich. Ich hoffe, man kann das erkennen, das Kreuz. Hier oben in dem Bereich ist das gehandelte Volumen genauso groß wie unten in dem Bereich. Und hier dazwischen ist es überall kleiner, kleiner. So, und das heißt, wenn sich das jetzt hier irgendwie durchschiebt, unverändert, ne, wäre das hier oben über der Eröffnung, wäre die plausibelste Stelle, um da jetzt halt schnell mal hinzulaufen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja auch generell in der VAH auch drin sind, in der Volume Area, in der VA drin sind, auch deswegen, ne? Absolut sinnig. So, wenn man sagt, ich will nur scalpen, hat man jetzt hier aber auch, ne, irgendwie 12, 13 Punkte, kann man auch mitnehmen, ja. Also es ist auch nicht verboten. Aber ich würde jetzt trotzdem mal hier versuchen rauszufinden, ob ich damit nicht doch richtig liege. Hier würde ich auch einen Trail dann auch reinmachen, das heißt an der Eröffnung einfach hier mit, machen wir da TA6. TA6 ist ein Durchschnitt auf 6 Ticks gerechnet. Und da würde sich dann halt der Trail mit einem Abstand von 2 Punkten reicht, dann hinten dran hängen. Weil 2 Punkte, der hängt da nicht 2 Punkte direkt am Kurs, sondern eben 2 Punkte, kann ihn auch auf einen Punkt stellen, wird wahrscheinlich auch reichen, sondern hängt dann einen Punkt unter dem Durchschnitt von den letzten 6 Ticks. Und das ist halt, zum Scalpen ist das halt super. Also, weil der Markt, wenn er dann halt irgendwie schneller durchschießt, hängt man da einfach ganz knapp dran, ohne dass man die kleinen Zuckungen in die Gegenrichtungen dann halt irgendwie ans Bein kriegt, sondern einfach wirklich richtig knapp am Markt. So, bin mal gespannt, wie jetzt der M15 da oben rausgeht. Der hat noch 1 Minute, aber erstmal sieht das ja alles recht nett aus. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, den jetzt hier nicht aufzulösen. Glaub's aber nicht. Ein bisschen Geduld. So, jetzt wäre natürlich schon die Stelle, ne, wo man da auch den Stop dann spätestens halt irgendwie mal ein bisschen näher ziehen sollte. Den ersten beim Short, den hatte ich viel zu knapp gezogen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. So, aber der muss jetzt auf jeden Fall hier mal ein Stück weit näher dran und dann auch irgendwie demnächst Break-Even. Also wenn der jetzt halt hier im, weil ich will ja hier nur diese Bewegung haben, ne? Also hier das, diesen Pfeil da. Und wenn der jetzt halt irgendwie hier anfängt loszulaufen, hier in dem Bereich, dann will ich den auch direkt dann Break-Even ziehen. Das kann man übrigens ja auch automatisieren, aber ich glaube, das wissen die meisten ja sowieso, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass alle Teilnehmer hier ja auch den Stereo Trader haben, will ich mit euch. Nein, kann natürlich jede Hand mit dem, was er will, aber besser finde ich es trotzdem.
Hatte gestern irgendwie auch, war ich beim Kumpel zu Hause und hat dann auch gefragt, so, ja, wenn die in den Webinaren sind, ja, die haben dann alle deine Software. Ich sagte, ich fürchte, leider nicht alle, aber ein Großteil, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das dann doch so ist. Aber ich glaube, das ist auch so. Ich würde schon mal tippen, dass hier irgendwie mindestens die Hälfte mit dem Stereotyper unterwegs ist. Wie, mein Konto ist zu klein. Wie kann denn ein Konto zu klein sein für den Stereotyper? Das verstehe ich nicht. Nee. Lutz, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich habe letztens deine Nachricht gesehen und habe gedacht, ah, Lutz, nein, ganz sicher nicht. Das ist so ganz bestimmt nicht. Aber Facebook, wo ich ja auch jeden Tag meinen Blog online stelle und Messenger, ist kein Supportforum. Das gehört in die Webinare, die FXFlat ja auch zum Beispiel macht, den Stereo oder Helpdesk, was der Timo ja ganz hervorragend immer moderiert, beziehungsweise auch dort alles beantwortet. Da gehört das jetzt. Da gehört es hin. Mail. Muss ich gucken. Also glaube ich jetzt eigentlich nicht im Support, dass da irgendwas hängen geblieben ist, aber egal. So, also, man kann natürlich jetzt auch irgendwie sagen, okay, er stellt irgendwie automatisch Break-Even nach, zum Beispiel 15 Punkten. Ja, muss ich jetzt nur gucken, dass ich jetzt nicht direkt da halt irgendwie reinkomme. Wichtig ist halt nur, dass dieser Wert hier stimmt. Und wenn der Lutz aufpasst, und dann kann er jetzt vielleicht auch seine Antwort bekommen. Hier bei Trading, dass dieser Wert nicht zu hoch ist, weil ne, der zieht nämlich dann nicht nur Break-Even, sondern gibt dann eben noch 2 Punkte dazu. So, das heißt, wenn der Markt jetzt irgendwie 15 Punkte im Plus wäre, also ziehen wir hier den. Na gut, ich habe hier keine Punkteanzeige, okay. Also jetzt hier nicht in dieser Order. So, das heißt, also hier, da sieht man es ja, ne? Hier 15, 16 Punkte, 15 Punkte. Das ist schon fast zu knapp. Das heißt, wenn der Markt hier hinkommt, dann wird halt Break-Even plus 2. Das heißt, der Stop würde dann halt hier liegen, da etwa, wo jetzt gerade auch der Kurs steht. Ja? So, auch wenn man den zu hoch sieht, dann sieht es so aus, als würde er irgendwie halt hinterher fummeln. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass das hier alles richtig eingestellt ist. Ich will aber jetzt hier nicht irgendwie zu weit gehen in den ganzen Erklärungen, weil dafür gibt es das Helpdesk-Webinar, ne? Dass halt hier Bit Execution und so weiter dann halt eben auch alles richtig steht. Ansonsten schießt man sich da halt irgendwie selber zu früh ins Aus. So, ich bin wirklich gespannt, ob das Ding jetzt hier endlich mal nach oben zieht und wir hier diese Abschlussbewegung dann auch so kriegen, wie ich mir das wünsche. Und nicht jetzt irgendwie nochmal ewig rumhackern. Ja, vorhin wollte der Dow nicht runter, jetzt will er nicht mehr rauf. Den Dow finde ich ja super, ja, da bin ich ja immer noch short, aber am DAX finde ich es gerade so ein bisschen nervig. Grundsätzlich mache ich mal kurz ein bisschen größer. Kann man das Prinzip von der Wirkungsumkehr natürlich auch im kleineren Timeframe darstellen. Ach komm, jetzt hängt der unten wieder rum. Jetzt waren wir schon irgendwie 12 Punkte vorne. Jetzt lauft er nochmal rauf. Das sieht so ein bisschen unübersichtlich hier gerade aus. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich wegen dem Orderbuch. Kann ich das hier reingeschieben? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, gut. Okay. Also Wirkungsumkehr ist natürlich grundsätzlich auch andersrum möglich, beziehungsweise in kleineren Timeframes. Mal kurz warten, bis der Kurs hier so ein bisschen weg ist. Obwohl, hängt jetzt natürlich auch gerade meine Order, ist natürlich so ein bisschen nervig. Aber vielleicht kann ich das irgendwie mal gucken. Ich versuche sie, ob ich es hier irgendwie gezeigt, trotzdem gezeigt kriege. Ja, also wir haben ja hier Ähnliches, ne? Das heißt, es ist jetzt mal völlig egal, dass das hier 2-Minuten-Kerzen sind. Bei Stundenkerzen würde man das so machen.
Weil da wäre es ja nichts anderes als, ich habe hier einen Widerstand an der Stelle, ne, kam halt irgendwie von unten nach oben, hier gescheitert, neues Tief gemacht, also eindeutig Widerstand. Der Widerstand ist jetzt halt hier irgendwie, hat da nochmal funktioniert und wurde jetzt gekauft. So. Und das ist das gleiche Verhalten. Das heißt, wir kommen von oben rauf, darunter und haben hier das gleiche Prinzip von der Wirkungsumkehr. Dass die hier natürlich nicht so eine Relevanz hat wie im H1 oder so, ist halt auch klar, ja. Aber das Prinzip ist grundsätzlich immer das gleiche. Ja. Und deswegen ist es jetzt erstmal soweit auch in Ordnung. Deswegen zeige ich das auch hier kurz, dass der halt hier nochmal irgendwie dran rumzackert. Aber er sollte es jetzt dann halt doch schon machen und dann halt eben auch hier oben durchkommen, ne, an der Stelle. So. Das heißt, da würde ich auch dann drüber nachdenken, ob ich da oben nicht einfach nochmal was dazugebe, wenn er nochmal darauf kommt, weil die hält nicht nochmal, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber er muss es halt eben trotzdem irgendwann auch schon mal hier auch mal angehen, ne? Weil gerade ist ja so ein bisschen Verhalten, was da halt passiert. So, wann haben wir News? 9:55 Uhr. Habe ich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt bisher. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht helfen die uns ja dann an der Stelle. Genau. Ich den Short vielleicht doch einfach noch auflassen soll. Nein, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass der Dow schiebt hier noch vielleicht eine Etage tiefer auf die 499. Das war nämlich die zweite Widerstandslinie. Und dann war es das. Wenn er doch unten durchfällt, ist mir auch egal. Also dann habe ich ja halt zumindest noch was drin. Aber erstmal ja ganz gut, dass ich den nicht komplett gekillt habe. So, was macht der DAX? Macht er überhaupt noch irgendwas in dieser Stunde oder klemmt es sich jetzt da unten fest? So, ich gucke mal drüber. Also Konstellation könnte ich im DAX ein weiterer Long, genau, ne? Also das heißt ein weiterer Long Trade, also hier eine weitere Long Position. Die würde ich jetzt hier relativ schmerzfrei da oben drauf geben. Sentiment steigt, plus 27, ja. Ich will ja, ich sag mal so, mit dem Sentiment, ne? Das Sentiment ist ja jetzt irgendwie nicht unbedingt eine 5-Minuten-Aufnahme, sondern das ist ja eher so halt, das ist ja auch nicht unbedingt Minuten-Chart-Trading. Ne? Von daher sollte man das auch natürlich nicht überbewerten, außer man ist irgendwie, man klebt irgendwie am ATH und dann wird es noch bullischer und weiß ich nicht was. Dann kann man das eher mal so vom zeitlichen Aspekt ein bisschen länger betrachten. Und dann halt eben dann das mit einfließen lassen. Aber jetzt hier für eine kleine Gegenbewegung, die ich hier haben will, bei 16.320, absolut. Also habe ich ja vorhin auch gesagt, ne? Wenn man das Cluster hier komplett ausreizen will, kann man ja machen. Ne? Also das geht ja bis darunter. So, was hast du gesagt, der Stefan, hier 16.320. Das ist zwar schon sehr tief, aber immer noch über diesem Spike hier, ne? Sieht man ja. Also, das wäre immer noch drüber. Von daher, alles, was sich jetzt hier irgendwie mit diesem Cluster abspielt, auch ein kleiner Spike darunter, das halte ich für völlig unproblematisch. Ne? Ah, trockener Hals schon wieder. Das ist echt unglaublich. So. Die ach so spannende News kommen dann irgendwie in 40 Sekunden. Gespannt, was er dann dazu sagt. Ja, hier der Pivot, ne? Wie gesagt, da habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so die Stelle, da kann man mal irgendwie noch kurz irgendwie mitgehen. Man kann aber auch hier, ne, einfach sagen, ja gut, News, ja, gefällt mir nicht. Ja. Was? Der Donch, der Nico sagt, der Donch, ja, okay. Der Nico, irgendwann kriege ich den mal dazu überredet, dass der mal ein Webinar macht oder ein Livestream mit mir.
Weil das ist nämlich einer von denen in der Facebook-Gruppe, die seit Jahren da super aktiv und motiviert ihre Trades posten und auch sehr, sehr gut mit dem Markt umgehen. Nico, an der Stelle nochmal, ich würde mich freuen. Ja, nicht lach. Meine das ernst. Das finde ich echt ziemlich cool. Ich glaube, das fänden auch andere ziemlich gut, die dich ja auch lesen. Ne? Wenn wir da mal eine Abstimmung machen, dann wirst du dich, glaube ich, aber ganz schön wundern. Ach, jetzt drücken wir hier nochmal nach unten. Okay. Für den DAO finde ich das super. Ja, der macht nämlich nichts anderes. Ich habe kurz einen Darstellungsfehler. Ne, hier die 499 im DAO. Das finde ich natürlich schon klasse. So, guck mal, dann kriege ich da hier noch ganz nett irgendwie gehandelt. Der DAX hat leider nicht, dafür der DAO. Hurra, hurra. Ist hier mittlerweile wieder vierstellig. Nur der DAO nicht, der DAX nicht. So, jetzt muss man halt hier natürlich aufpassen, ne? Ich habe den jetzt hier nochmal am kleinen neuen Tief da gekauft und hoffe jetzt natürlich nicht, dass der da unten jetzt sich allen Ernstes dann eben nach da unten aufmacht und den darf man auch nicht endlos skalieren, ne? Das ist halt klar. So ein kleiner Spike darunter, aber bei dem schlappen Volumen beziehungsweise bei der Vola ist es echt so ein bisschen uncool. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es halt so, dann ist halt der Vorführeffekt, beziehungsweise, ne, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dann setzt man lieber bei 320 dann halt eben nochmal an. Und man muss das nicht irgendwie da aushalten jetzt, ne? Weil das hier jetzt auf die letzten Sekunden hier unten rumdrücken, ist nicht gut für Long. Das ist nicht gut für Long, das ist gar keine Frage. Aber das sind halt die Sachen, die weiß man halt vorher nicht, ne? Daher. Also den zeitlichen Aspekt halt einfach, ne? Das lässt sich halt null eingrenzen. Drei Minuten haben wir noch. Mal sehen, was da jetzt passiert. Ob da noch was passiert. Oder ob es jetzt vielleicht sogar einfach so hier stehen bleibt. Aber hier muss jetzt, wenn, sonst nehme ich den auch wieder raus. Ne? Ich muss ja nicht hier unbedingt mein Risiko vergrößern. Wir bleiben auch irgendwie mal kurz länger hier drin, müssen wir nicht um Punkt 10 hier jetzt irgendwie dicht machen. Wer weiß, ne? Vielleicht ist das jetzt schon so die Stelle, wo das Sentiment auch schon so langsam ein bisschen mitspielt, weil er jetzt wir doch schon irgendwie eine Tageskerze haben, die ja schon fast so lang ist wie die von vorgestern. Ne? Also passiert ja schon ein bisschen was hier an der Stelle. Wir reden ja hier jetzt langsam nicht mehr über irgendwie drei Punkte. Ja, ne? Umso öfter und länger ich mir das anschaue, umso mehr frage ich mich, warum habe ich den Short nach zwei Punkten zugemacht da oben? Ach ja. Ja, der Point of Control ist auch gerade, ne, der wandert hier mit. Gut, hier in relativ enger Range jetzt erstmal. Aber ja, natürlich wandert er mit, ne? Also muss man schon so ein bisschen im Auge behalten. Wo will der denn eigentlich hin, ne? Aber halt hier generell die Vola. Oh. Echt, diese zwei Punkte rauf und runter. Das ist immer so das, was ich so den Killer finde, ne? Wo man einfach sieht, das handelt einfach keiner. Das ist irgendwas da, irgendwas mal kurz einer drauf gedrückt vor 5 Minuten und dann irgendwie ist der ganze Rest der Truppe oder von den Konkurrenten, was auch immer, erstmal Kaffee trinken gegangen. So sieht das irgendwie immer aus. Und das.
Weißt du warum? Ja. So, also 10 Uhr. Nüscht. Nüscht. Das ist halt jetzt wieder das Ding, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fürchte schon fast wieder, ne, in Anbetracht der Wohler, dass es wieder so eine Nummer wird, die sich bis 10 Uhr ein pendelt und dann um 11 Uhr aufgeht, wenn wir längst nicht mehr da sind. Ne? Das ist so oft so, also irgendwie gefühlt jedes zweite Mal. Gut, das ist wahrscheinlich erstmal subjektive Wahrnehmung, ne? Aber es ist schon echt oft so. Und dann, das heißt, sehr gut möglich, dass der Markt jetzt gleich erstmal noch auf der Unterseite rumbohrt und dann wir dann eben um 11 Uhr oder nach 11 dann die Bewegung dann halt nachholen. Ne? Eigentlich müsste man so ein Webinar, so wie ich es auch bei den Live-Trades bei YouTube schon öfters mal gemacht habe, einfach laufen lassen. Und dann halt eben ab und zu mal alle Stunde oder alle halbe Stunde mal was dazu gesagt und sich dann damit dann halt irgendwo eingegroovt, statt da halt irgendwie drauf zu warten, dass es halt während genau der Eröffnung dann halt irgendwie in die Richtung läuft. Das ist eigentlich immer so. Boah. Der Killer. Ja. Ich meine, für mich ist es jetzt halt egal. Ne? Also ich bin halt jetzt hier irgendwie mit 200 € minus und hier irgendwie mit 1000 € vorne. Aber halt. Es ist immer so bei den morgendlichen Geschichten mit dem DAX so eine 50-50-Nummer. Ne? Also jetzt nicht irgendwie vom Trading, sondern halt von dem, was der DAX macht. Ne? Das ist halt, es ist mal, also ich meine, ne, mal läuft der Markt irgendwie sauber und gut und mal läuft er einfach gar nicht, ne? So wie heute dann halt, wo dann einfach so nix irgendwie kommt. Und das ist übrigens die Eröffnungsrange jetzt und das hier unten ist das Pullback-Level von der NG-Range vom Norbert. Ja, der Norbert darf übrigens auch mal, obwohl Nico und Norbert Webinar, das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Da müssen wir, glaube ich, mal drüber nachdenken. Genau, also das wäre jetzt halt so die Erweiterung, die erste Erweiterung als Pullback-Level von da nochmal zurück. Da habe ich irgendwie beobachtet, das funktioniert eigentlich recht gut, so als zusätzliche Indikation. Und deswegen habe ich die da auch jetzt momentan immer drin. Also hier jetzt mit der Verlängerung, mit den 2,5 Kontrakten. Wenn er da jetzt nicht drüber geht, nehme ich die raus hier unten. Ne? Und dann würde ich halt eher, das werden wir aber hier wohl nicht mehr schaffen, dann würde ich halt versuchen, den nach unten ein Stück weit zu skalieren, also bis hierher, weil das halt nicht wirklich weit ist. Und dann halt hier unten dann halt die Position eher verdoppeln. Ne? Also, weil insgesamt ist die Vola und das Volumen viel zu dünn, um da jetzt irgendwie kalte Füße zu kriegen. Aber trotzdem halt nervig in Bezug auf das Timing. Ne? Aber gut, ich kann es nicht ändern. Und vor allen Dingen, was ich halt auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mir so vorkommt, aber wie oft hat er das jetzt schon irgendwie gemacht, dass am Ende des Webinares, also gerade irgendwie am Dienstag, läuft dann plötzlich irgendwo in irgendeine Richtung und dann plötzlich irgendwie 10 Uhr, warum kommt jetzt Volumen? Also man sieht es ja an den Bewegungen, warum jetzt? Ne? So irgendwie war doch nichts. Also außer die paar Zahlen jetzt gerade, ja. Aber das finde ich halt sehr, sehr, weiß ich nicht. Also da sollte man wirklich mal fast drüber nachdenken. Das war auch schon mal angedacht, ob man das Live-Trading nicht sogar eine halbe Stunde nach hinten verschiebt. Ne? So, ich gucke hier noch gerade mal drüber, bevor wir jetzt hier dann irgendwie auch gleich durchmachen. EUWAX, gut. EUWAX spielt uns gerade nicht in die Karten mit 31, das heißt, da ist irgendwie alles gerade auf Long getrimmt. Es sollte Hedge, nee, ich bin kein Freund von Hedge. Der Hedge ist so, man bindet sich das Problem irgendwie dauerhaft ans Bein. Also da muss man irgendwie schon, glaube ich, konstant irgendwie so eine Strategie fahren, aber nicht, oh, ich hedge jetzt mal. Und dann mache ich das nachher wieder anders. Ich glaube, wenn man irgendwie Hedging-Strategien fährt, dann sollte man, glaube ich, da irgendwie längerfristiger denken. Also
Und auch nicht mal eben so. Zahlen alle grün. POC ist runter. Ja. Könnte es ja YouTube laufen lassen. Ja, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, oder ich mache es einfach nachher nochmal neu. Das geht ja auch. So, also. Ich kann da jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich viel mit anfangen. Weiß gar nicht, wie ich jetzt hier enden soll. Der Geschichte. Short war super, ne? auch wahrscheinlich ist die 320 auch super, aber das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Der Long hier ist ja, die Vola reicht jetzt einfach auch nicht aus, ne? Um da halt irgendwie sagen, gut, wir lassen den mal irgendwie hier unten abprallen und dann nehmen wir mal 20 Punkte in die Gegenrichtung mit. Er braucht ja hier für 5 Punkte, 5 Minuten und entsprechend für 20 Punkte 20 Minuten, da sind wir bei 11 Uhr. Ich hatte aber heute schon noch was anderes vor. Daher würde ich dann jetzt eher sagen, okay, ich warte jetzt hier mal ganz kurz ab, wenn wir hier eine Reaktion kriegen, dann nehme ich ein paar Punkte in die Gegenrichtung mit und wenn nicht, mache ich das Ding dann halt jetzt eben dann auch im Verlust zu oder ich lasse ihn einfach auf oder ich weiß es nicht. Ne? Es reicht halt einfach nicht für eine Wohler. Es reicht nicht. Ja. Wäre dann vielleicht doch nicht so doof gewesen, hier oben dann halt, ne, wo er schön ins Plus gelaufen ist, dann erstmal zuzumachen. Aber gut, wer weiß denn schon, ob so eine Bewegung kommt. Nach so einem hier ein Bild im M5 erwartet man nicht unbedingt, dass er halt dann direkt öffnet. Und ja, das finde ich merkwürdig. Gut. Aber bevor ich jetzt selber merkwürdig werde, ich würde sagen, ich lasse das Ding jetzt mal so stehen. Ich kann es ja, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Dann aufgegriffen im Blog. Also spätestens dann. Vielleicht mache ich den ja nachher sowieso noch. Vielleicht gehe ich nachher eh nochmal live und mache nochmal halt irgendwie kurz was zum DAU, weil der ist ja hier irgendwie, habe ich ja gar nicht drüber geredet und der fehlt ja natürlich halt. Ja. Also für alle, die Short mitgegangen sind, super. Long mitgegangen. Ich hoffe, ihr habt aufgelöst und nicht wie ich. Und aber so what. Ne? Heute dann halt eher so ein bisschen, naja. Keine Ahnung, Webinar, ne? Über meinen DAU freue ich mich hier nach wie vor. Der ist jetzt aber auch genau da, wo er hin sollte. 499 habe ich ja gerade gesagt. Dahin ja, weiter nein. Und deswegen lasse ich den jetzt auch hier irgendwie dann auch gleich auflösen. Ne? Also klar, ich meine, der Stop zieht, den ziehe ich jetzt hier eigentlich nur noch nach, weil ich halt irgendwie auch daneben liegen kann, hat man ja auch gerade gesehen beim DAX. Aber halt, ich gehe mal nicht davon aus, sondern ich gehe davon aus, dass hier war es jetzt auch mit der 499 vielleicht noch ein bisschen knapp drunter, aber da sollte jetzt irgendwie eine Gegenbewegung kommen. Ne? Von daher ziehe ich den Stop jetzt hier ganz eng. Und wenn nicht, und selbst wenn er mich abholt, dann setze ich lieber nochmal neu an, aber den verschenke ich jetzt hier nicht. Ja. So. Und der steht natürlich jetzt halt hier leider auf der anderen Seite mit einer Minuszahl, Pluszahl, okay, wie gesagt. So was, so, also, das wäre jetzt hier die Stelle. 2 Minuten warten wir jetzt noch kurz. Kriegen wir jetzt hier eine Gegenbewegung oder nicht? Der drückt auch so merkwürdig hier runter. Ne? Seht ihr das so irgendwie hier? Alle 5 Minuten irgendwie ohne Rücklauf. Das ist auch immer so ein Ding, das schreit schon danach, ne? Irgendwann in die Gegenrichtung mit ordentlich Wumms halt irgendwo aufgelöst zu werden. Weil das ist genau so ein Ding, wie ich es am Anfang beschrieben habe, so eine zeitlich programmierte Geschichte. Sieht man. Also gar keine Frage. Hier mal ganz kurz und groß. Wenn man sich das mal hier anguckt, ne? Wir hatten hier halt hier. Quasi nix, quasi nix, quasi nix, nix, nix. Ja, also immer genau im 5 Minuten Takt. Dann auch hier irgendwie noch mit Gaps, die natürlich dann auf schwaches Volumen deuten. Hier genau das gleiche in Grün, nochmal ein Gap. Also sehr merkwürdig. Und da sage ich, das Ding schiebt aber heute nochmal irgendwann kräftig nach oben. So wie das hier aussieht, das bleibt so nicht da stehen. Ja. Hier haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen Reaktion, sieht man ja. Das heißt, ich würde jetzt halt dann hier auch mal gucken, wann die Geschichte hier auflöst, weil das ist die, die am meisten hier ins Auge fällt, nämlich
durch diese zeitliche Rhythmik. Und wenn die nach oben gekauft wird, also das heißt, bei 360 etwa, das wäre so in dem Bereich, sieht alles irgendwie größer aus, als es ist. Also in dem Bereich, das heißt, wenn wir hier nochmal drüber laufen, in diese Eröffnungszone dann rein, dann glaube ich, macht es Sinn, sich da nochmal Lord irgendwie, Lord, Long einzuskalieren. Das heißt, ich lasse den hier immer noch einen Moment auf und gucke mir das noch an. Ich will den jetzt noch nicht irgendwie aufgeben, sondern da mal irgendwie kurz noch die Füße stillhalten. Aber trotzdem euch auch jetzt nicht hier ewig zutexten, sondern geht da lieber nachher nochmal drauf ein. Ne? Also aber nochmal sage ich halt auch, nicht einfach irgendwie dagegen kaufen, sondern halt irgendwie dranbleiben. Wer short ist, bleibt short. Und weil man einfach natürlich am Ende nicht weiß, wie die Nummer dann halt aufgehen wird. Ich sage halt nur so, irgendwie Indiz ist für mich ja diese zeitliche Rhythmik. Die ist so sauber die dann auch läuft, aber wenn die aufhört zu laufen, und das ist eben der Ansatz dabei, und dann knallt es eben aber komplett zurück, weil Squeezes funktionieren ganz genau so, ja. Auch wenn das jetzt hier irgendwie nur eine langsame Bewegung ist im M5, aber genau so funktioniert ein Squeeze. Mit einer zeitlichen Rhythmik in eine Richtung. Und wie Squeezes aufgelöst werden, weiß jeder. Am Ende nämlich immer unter den Start vom Squeeze. Und das hier ist im Endeffekt nichts anderes. Auch wenn es halt irgendwie sehr, sehr klein und überschaubar ist, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Und deswegen löse ich das jetzt hier noch nicht auf. So noch nicht, ne? Außer er drückt jetzt weiter nach unten, dann ja, gut, dann löst man erstmal die Hälfte auf und versucht sich aber dann eben zum Beispiel, ich zeige das mal hier kurz ein, dann über den Kerzen dann halt nochmal, ne, dann nochmal reinzukommen. Da kann man auch mit mehreren Positionen rein. Ja, weil wenn die erste weg ist, ist die zweite meistens genauso schnell weg und das geht dann halt in der Regel bis über den Anfang drüber. Und die Punkte kann man sich, wenn man möchte, ja mal im Auge behalten. Wie gesagt, wir werden es jetzt hier nicht mehr schaffen in dem Webinar, aber das wäre jetzt halt mein Ansatz und deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Das hier finde ich natürlich auch wieder spannend, da ein Lob an den Norbert, dass wir da jetzt gerade auch wieder gesehen haben, habe da auch gerade drauf vertraut und deswegen den Stop nochmal irgendwie 3 Punkte rückwärts gezogen, dass wir genau da jetzt dann auch die Reaktion haben, finde ich natürlich erstmal gut, freut sich auch der Norbert. Ne? So, also, da wir hier nicht ewig machen wollen, mache ich jetzt hier erstmal dicht. Man wird sehen, ob die Sache aufgeht. Ich gehe immer noch davon aus, weil so ein Cluster nicht einfach verkauft wird. Das heißt, wir laufen heute nochmal an die 16.440, was von hier aus irgendwie knapp 100 Punkte sind. Behaupte ich jetzt mal so. Da laufen wir heute nochmal hin. Und ab da muss man sehen, ob wir nicht auch dann doch noch ein ATH nochmal direkt draufbauen. So, also 440, wir werden sehen. Wird mir morgen angucken, ob ich recht hatte, ob die Position noch aufgegangen hier ist oder nicht. Ich vermute mal, der Dow ist geflogen. Nee, noch nicht. Und es passt auf jeden Fall halt auch jetzt hier gerade zu meinem Maximum Dow bei der 499. Passt für mich auch zusammen. Von daher auch ein Grund, jetzt erstmal noch nicht das Ding aufzulösen. So, jetzt aber kurze Rede, langer Sinn, beziehungsweise lange Rede, doch nicht so kurzer Sinn. Und würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal dicht. Ich hoffe, auch wenn der Long jetzt irgendwie gerade so ein bisschen kompliziert sich gestaltet und ein bisschen anders läuft als erwartet, die Short-Geschichte war gut. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Nochmal auch danke an den Andreas und an Fit for Finanzen. Und auch da sind sicherlich ein paar Zuschauer dabei gewesen, die das vielleicht zum ersten Mal gesehen haben. Auch da hoffe ich natürlich, dass das irgendwie gut angekommen ist und bedanke mich fürs Zuschauen auch dorthin. Viel mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Für den Dow werde ich nochmal nachliefern. Das werde ich dann aber eher um die Mittagszeit rum machen. Das heißt, da gehe ich nochmal irgendwie kurz live und mache dann halt meinen Blog in Videoform dann halt noch, damit man da halt irgendwie auch nochmal ein bisschen Bezug dann eben für den Nachmittag hat. So, das war's von meiner Seite. Wolfgang, bist du eingeschlafen? Du hast nämlich kein einziges Mal was gesagt, wenn ich dich angesprochen habe.
Der Wolfgang ist nicht mehr da. So wie das hier klingt. Na gut, dann mache ich an der Stelle die Verabschiedung, mache das Webinar zu. Habt einen schönen Tag. Wenn die Sonne rauskommt, rennt raus, schnappt sie kurz, weil ich glaube, die kommt nicht so oft. Ich bin da. Ach, da ist er. Guck mal, da ist er. Ich bin da. Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Ich hatte gerade wieder eine technische Herausforderung, was meinen Ton angeht. Aber ich bin die ganze Zeit da und habe alles aufmerksam verfolgt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, also ich war schon in der Verabschiedung. Ja. Du hast aber gerne das letzte Wort. Ich sage, ja. Wir sehen uns am Freitag. Wir sehen uns am Freitag, genau, zu den Non-Farm-Payrolls. Und ansonsten jetzt gleich, ich bin wie gesagt, ich liefere nochmal gleich eins nach zum DAO. Und ansonsten Freitag zum Live-Trading. Ich freue mich, wenn ihr nochmal dabei seid und vielleicht, oder höchstwahrscheinlich läuft es dann nicht so zäh wie heute. Aber gut, ist halt so. So, ciao, Wolfgang, du das letzte Wort. Passt auf euch auf. Ja, ich sag mal, die Wohler kann man sich natürlich nicht aussuchen. Und Dirk, vielen Dank, dass du aus wenig viel gemacht hast. Ich danke allen Zuhörern, die auch so lange an der Strippe geblieben sind und freue mich, wenn am Freitag wieder zahlreiche Zuhörer dabei sind. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg beim Traden.